Neben einer Charakterisierung ist die Rollenbiografie eine gute Möglichkeit, einen Charakter besser darzustellen. Was genau eine Rollenbiografie ausmacht und wie man diese schreibt, das erfährst du jetzt. Eine Charakterisierung oder eine Personenbeschreibung beschäftigt sich zwar intensiver mit einer bestimmten Figur, das Besondere an einer Rollenbiografie ist jedoch, dass sie aus der Ich-Perspektive geschrieben und wesentlich detaillierter verfasst wird. Insofern findet eine Art Innenbetrachtung statt, denn beim Schreiben einer Rollenbiografie musst du dich in die Figur hineinversetzen und konkret aus ihrer Sicht, sprich aus der Ich-Perspektive, schreiben. Am besten auch in dem Stil, wie die Person vielleicht redet, denkt oder handelt. Dafür musst du natürlich die Figur sehr, sehr gut kennen, um eine umfassende Rollenbiografie schreiben zu können. Bevor es mit dem Schreiben losgeht, solltest du dich detailliert mit der Figur beschäftigen. Nur das Buch einmal lesen reicht leider nicht. Markiere dir alles, was du über die Figur erfährst und sortiere die Infos, zum Beispiel in einem Mindmap. Dabei ist es wichtig, dass du alle Bereiche festhältst, zum Beispiel äußere Merkmale bzw. die äußere Erscheinung oder allgemeine Daten über die Person, sowie die Herkunft, wie der Alltag aussieht, dann die innere Einstellung, die Haltung gegenüber anderen Personen und auch die Beziehungen zu anderen. Auch so etwas wie Absichten, Wünsche, Auffälligkeiten, Eigenarten oder Selbstbild sind von Bedeutung. Da die Rollenbiografie am besten in dem Stil geschrieben werden soll, wie sich die Person auch verhält, solltest du beim Lesen auch immer auf die Sprache und die Redensart der Figur achten. Insbesondere wenn die Personen einen Wandel von der Vergangenheit in die Gegenwart und eventuell auch auf die Zukunft bezogen durchmachen, ist dies von Bedeutung. Dieser Wandel kann auch sehr gut in der Rollenbiografie festgehalten werden. Nachdem du jetzt alle wichtigen Merkmale festgehalten hast, geht es mit dem richtigen Schreiben los. Da die Rollenbiografie wie eine Art Monolog aufgebaut ist, kommt nur direkte Rede vor und nie ein Erzähler. Klar, denn sie wird ja aus der Ich-Perspektive geschrieben. Die Rollenbiografie wird immer im Präsens formuliert und es wird sich an die Sprache bzw. den Sprachstil der Figur gehalten. Eine Rollenbiografie umfasst selten mehr als eine Seite, daher solltest du beim Schreiben nicht abschweifen, sondern dich nur auf die Fakten beziehen. Es gibt keine Vorschriften, in welcher Reihenfolge du deine Rollenbiografie von den Informationen her aufbaust, dein Text muss nur schlüssig und verständlich sein, über einen roten Faden verfügen und deiner Figur entsprechen. Gibt dein Lehrer dir jedoch zusätzliche Informationen, irgendwelche Sekundärtexte oder sowas, dann solltest du diese natürlich mit einbauen. Der Einstieg bzw. die Einleitung deiner Rollenbiografie ist dir natürlich selbst überlassen, aber sie sollte zu deiner Figur oder zu deiner Person passen. Beispiel: Wilhelm Tell zum Beispiel ist ja ein gern gelesenes Buch in der Schule, daher zeigen wir dir jetzt anhand eines Beispiels, wie man einen guten Einstieg für seinen Bruder Walter Tell schreiben könnte. Hallo, lieber Unbekannter, mein Name ist Walter Tell und ich bin der Bruder von Willem. Ich bin 10 Jahre alt, deswegen lebe ich natürlich noch mit meinen Eltern und meinem Bruder Willem zusammen. Unser Zuhause ist ein Hof in und so weiter natürlich. Jetzt weißt du auch, wie man eine Rollenbiografie schreibt. Für Charakterisierung check gerne unser anderes Video aus. Das und die Playlist findest du auch oben rechts beim i. In dem Sinne, Daumen hoch und abonnieren und bis bald. Ciao.